Vor 2 Jahren fand in Kötschach-Mauthen die erste GERN, die Wirtschaftsmesse für Energie, Regionalität und Nachhaltigkeit statt. Anfang April öffnet man zum 2. Mal die Pforten und lädt zum Besuch der Wirtschaftsmesse ein. Ich darf Sie als Moderator zur offiziellen Eröffnung der ersten GERN, der Wirtschaftsmesse im Gailtal für Energie, Regionalität und Nachhaltigkeit herzlich begrüßen. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier der ersten GERN führte Sepp Kolbitsch durch das Programm, welches von Schülern der Musikschule musikalisch umrahmt wurde. Es folgten Gespräche mit den Bürgermeistern der teilnehmenden Gemeinden sowie Vertretern des Landes, der Wirtschaft und den Sponsoren. Anfang 2014 wurde die Idee zur Messe geboren. Es entstand ein Miteinander und eine tolle Atmosphäre, die sowohl Aussteller, Organisatoren und Besucher überraschte. Und wenn man sieht, wie liebevoll die einzelnen Messestände gestaltet worden sind, dann ist das, glaube ich, auch ein Teil des Prädikats, das unsere Unternehmen und Betriebe hier in unserer Region haben, was Qualität, Kompetenz, Innovation, Kreativität und Engagement betrifft. Recht herzlichen Dank allen, die mitgemacht haben. Und ich gehe davon aus, dass in 2 Jahren, so ist es eigentlich geplant, die zweite GERN stattfinden wird, dass da noch einige dazukommen werden. Recht herzlichen Dank bei Ihnen allen. Bürgermeister Walter Hartlieb dankte allen, die in der Organisation mitgewirkt haben. Allen voran Sabrina Bartel, die im Vorfeld intensiv mit dem Projekt beschäftigt war. Anschließend konnte die GERN offiziell eröffnet werden. Ich glaube, es ist einmal sehr wichtig, wieder nach 10 Jahren, nachdem die Gewerbemesse eine Tradition in unserer Marktgemeinde gehabt hat, eine Veranstaltung dieser Art durchzuführen. Letztendlich soll sie als Schaufenster für die Betriebe des Oberen Gail und Lesertales sein und andererseits natürlich auch als Drehscheibe zwischen der Wirtschaft und den Kunden dienen. Und ich glaube, mit der Beteiligung der zahlreichen Betriebe und Unternehmen des Oberen Gail und Lesachtales und auch mit dem gesamten Umfeld ist das sehr gut gelungen. Wir haben tolles Wetter und ich bin überzeugt, dass das eine erfolgreiche Messe wird. Auch die Nachbargemeinden folgten der Einladung des Kötscherer Bürgermeisters und schlossen sich der Wirtschaftsmesse gerne an. Weil für die Gemeinde Dellach die Wirtschaft eines von den wichtigsten Dingen der Gemeindeführung generell sind. Wir haben heuer zum Beispiel 30.000 Euro Wirtschaftsförderung bereits ausgeschüttet, weil wir unsere Unternehmer unterstützen wollen, müssen und dürfen. Ja, für uns ist es eine Verpflichtung im Sinne der Regionalität dabei zu sein, aber gleichzeitig natürlich auch eine Freude dabei zu sein. Denn ich denke, dass die Regionsbildung auch eine wichtige Angelegenheit der einzelnen Gemeinden ist. Denn jede einzelne Gemeinde muss über ihren Tellerrand hinausschauen und die Regionalität fördern. Und ich sage auch, von der Thematik her passt es total in unser Konzept. Das ist nämlich der Begriff der Nachhaltigkeit. Und gerade wir im Lesachtal pflegen diese Nachhaltigkeit und sie hängt zusammen mit unserem Profil in der Gemeinde. Es ist für uns wichtig, dass Sie auch unsere Firmen hier bei der Messe präsentieren können. Wir haben ja auch große Firmen dabei, dort, wo wir jetzt stehen, am Stand von der Firma Zopper oder der Firma Plankompanie. Und ich sage, das ist wichtig, dass sich unsere Firmen auch in unserem Obergeiltal hier dementsprechend präsentieren können. Nicht nur für Kötschach, sondern für den gesamten Bezirk setzt die Wirtschaftsmesse GERN einen wichtigen Impuls. Ich glaube, dass man damit sehr, sehr intensiv sieht, wie aktiv der Bereich Kötschach-Mauthen, Lesachtal, aber auch Dellach-Gail und Kirchbach sind und wie stark verankert die Wirtschaft in der Bevölkerung ist. Und damit zeigt man einen Teil der Regionalität, der mehr denn je bedeutend für den gesamten Bezirk ist. Thank you.
Firma Plan-Company beschäftigt sich mit Planungen eben hauptsächlich in der Region der vier Gemeinden. Und es ist uns wirklich auch ein großes Anliegen, hier dabei zu sein, weil wir eigentlich uns im Büro sehr stark mit dem Thema Energie beschäftigen. Das heißt, wir machen Planungen für Photovoltaikanlagen, für Heizwerke und das Thema Energie schwingt einfach bei uns sehr stark mit. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass nach einigen Jahren Ruhe im Wirtschaftsbereich oder im Messebereich endlich wieder was gemacht worden ist. Und das ist immer ganz ein positiver Aspekt für alle, die kommen oder schauen. Und ich glaube, es ist einfach wichtiger, dass man da präsent ist und dass man da was macht und das macht auch Spaß. Weil es eine gute Möglichkeit ist, die Firma regional zu präsentieren, damit man zeigen kann, was man zu bieten hat, wie die Arbeit ist, was man leistet und es ist eine schöne Möglichkeit, sich bei den Einheimischen auch zu präsentieren. Für mich, denke ich, ist es die ideale Plattform mit zum Präsentieren. Wir sind ein junges Unternehmen, 2 Jahre auf dem Markt und die Messe ist für mich einfach top. Also ich denke, ich lerne viele Leute kennen und hoffe, dass sich ein paar Geschäfte daraus ergeben. Im Seminarraum wurden Vorträge zu verschiedenen Themen rund um Energie, Bauen und Förderungen abgehalten. Für Photovoltaikanlagen, das ist in dem Fall 4.000 Euro, wird zurückgezahlt in 40 Monaten a 100 Euro. Und ich habe damals diese Klima- und Energiefondsförderung gekriegt, damals noch 60%, jetzt sind es 30%, Sie haben das gesehen. Allerdings hat die 2,64 kW-Anlage 11.000 Euro gekostet, jetzt kostet die 5 kW-Anlage maximal 8.000 Euro. Ja? Also 7,5, 8.000 Euro sind wir dabei. Das heißt also, das ist mehr als die Hälfte gesunken, dafür ist die Förderung auch um 50% runtergegangen. Natürlich kamen auch die Kinder an den beiden Messetagen nicht zu kurz. Ein Kasperltheater, Kinderschminken, die Tret-Go-Kart-Bahn und der Alpenturner boten ein abwechslungsreiches Programm. Das Ziehen alleine hilft und jetzt einmal rum. Aber los das ist die Kunst. Wir waren ja vom ersten Tag an dabei. Es ist ja nicht die erste Messe, sie heißt jetzt zwar anders, aber wir waren immer dabei und wir haben keine einzige Messe ausgelassen. Das hat uns eigentlich leid getan, dass längere Zeit nichts war, aber es ist für uns immer eine super Gelegenheit, mit Leuten in Kontakt zu kommen und mit den Kunden persönlich zu kommunizieren. Und das ist fein, wenn man mit den Leuten persönlich sprechen kann. Ja, wir haben natürlich einen gewissen Kundenstock, der bei uns im Geschäft aus- und eingeht. Aber ich denke mal, hier erreichen wir vielleicht Kunden, die nicht auf die Idee kommen, bei uns noch etwas Modisches zu suchen. Zum Beispiel wissen viele Menschen nicht, dass wir Kindermode haben, dass wir Herrenmode haben. Und das, denke ich mal, ist da vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, das zu präsentieren. Ja, ich finde auch, es ist auf einer Messe immer relativ unkompliziert. Man kommt so über einen Smalltalk ins Gespräch. Und viele Leute sehen dann, schau, die haben doch ganz fesche Sachen. Viele Unternehmer freuten sich, dass es wieder eine Messe für die Wirtschaft gibt. Ja, da ist mir wirklich schon sehr abgegangen. Hat mich sehr gefreut. Also wie das gehört und dass wieder eine Messe stattfindet, war ich wirklich wieder Feuer und Flamme, weil man schon vor langer Zeit wie dabei war bei den Messen, gemerkt hat, welcher Zuspruch man erfährt von der Bevölkerung und es war wirklich an der Zeit, dass sowas wieder entsteht und ich glaube, es zeigt sich heute, wie viele Leute das da sind, welche Begeisterung das da dahinter steht und dass das wirklich wieder einen Sinn macht, sowas zu machen. Oder es ist in der Nähe, Ausstellungen in der Nähe machen, hat auch seinen Vorteil, ich brauche die Maschine nicht so weit liefern und die Messe erwarte ich mir allerhand, das Wetter passt. Und dann habe ich gedacht, da müssen wir mitmachen. Ja, wir finden auch wichtig, dass wir unsere Produkte, was wir alles machen, dass wir alles regional zeigen können und dass die Leute auch wissen, zum Beispiel, dass wir nicht nur Lochstühle machen, sondern auch Fenster, Fassaden und auch Hockgut erzeugen mit unserem neuen Hocker. Ja, ist schon super und ich war auch von Anfang an begeistert und von Anfang an dabei, weil ich meine Firma präsentieren will, weil ich jetzt seit 7 Jahren selbstständig bin und noch nie die Möglichkeit gehabt habe. Thank you.
Am 2. und 3. April 2016 findet nun nach dem Erfolg der Premiere in Kötschach-Mauthen die zweite Gern statt. Ein Schaufenster der Region, das für Groß und Klein gleichermaßen einiges zu bieten hat. 48 Aussteller aus den Gemeinden Kötschach-Mauthen, Dellach, Kirchbach und Lesachtal werden an den beiden Messetagen die heimische Vielfalt präsentieren. Neben attraktiven Messeangeboten erwarten die Besucher auch tolle Gewinnspiele, ein Weltrekordversuch, Autogrammstunden mit Sportstars und natürlich informative Gespräche in gemütlicher Atmosphäre. Die Wirtschaftsmesse Gern in Kötschach-Mauthen bietet allen etwas.